seid jetzt alle lieb miteinander. Wir sind doch eine coole Community. Ich möchte ja keinen Hass im Chat verbreitet haben. Hass haben wir auf der Strecke, wenn wir die vor uns fahrenden einholen wollen. Mit Hass. Sehr gut, diese Jet gefällt mir sehr gut. Ach, bist du ein Gag, Alter. Jimmy, füll sie jetzt bitte. Keine Diskussion mehr darüber. Einfach alle lieb sein und dann ist gut. Ich hab nicht gesagt, dass ihr mit Hass rausjieten sollt. Oh ja, das gefällt mir auch, das Emote. Car on the right. Also so ein Pinko-Hype-Emote bei diesem würde ich ja auch feiern. Also ich habe heute hier Pfirsich-Eistee hier drin, tatsächlich. Ich trinke beides gern. Slow car ahead. Das ist nicht dein. Ui, danke. Ja, alles gut. Ja, ja. Du hast jetzt freie Fahrt beim 1. Nehmt bloß mal 1-2 Runden. Das passt schon. Nehmt bloß, solange er noch freie Fahrt hat, können wir das ja nutzen. Hat er jetzt noch? Wie Runden hast du noch? 28. Nächste Runde noch mit Map 1 und dann fährst du wieder mit 2. Ich bleib wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ich geh bloß noch mal schnell mit dem Hund runter, dass er noch mal Pippi gehen kann. Und der reinkackt. Ich mach noch mal schön Musik an. Ihr habt euch alle bitte lieb. Wär sauer. Ja, jetzt bremst du mich halt wieder aus, Brudi. Also. Okay, hat sich scheinbar eingegroovt.
was machst du? Alter! Warum zum Kuckuck bremst du in der Kurve? Entschuldigung, my bad. Was zum Kuckuck? Genau in der Kurve! Unerklärlich! Fast auf dem Apex! Tippt er auf die Bremse! Oh Mann, warum könnt ihr denn immer nicht auf den verfickten Geraden lupfen, Alter? Das regt mich so auf, Mann. Entschuldigung. Verzeihung, das geht nicht gegen dich. Es regt mich einfach auf, Alter. Könnt ihr nicht einfach kurz 1 mm euer scheiß Gaspedal anheben? Nee, müsst ihr kurz vor der Kurve auf dem allerletzten Furz wieder machen. Schön im Kurvenwechsel mit den meisten G-Kräften drauf. Herzlichen Glückwunsch.
Quatsch, mir ganze Zeit verloren, Alter. Jede Runde denselben Scheiß. Easy, ist ganz schön salzig. Ah. Schaden haben die? Wer? Du? 3 Sekunden. Okay. Was 2,5K für das Bentley Wheel oder? Komm, Bell, grüß dich, hi. Oh. Ja. On the right. Clear on the right. Ey, sag mir bitte, Michel, dass ich ganz viel Pech hab bei den ganzen verfickten Überrundungen, Alter. Bitte sag mir das. Dass das stimmt. Boah, es kann doch nicht sein, dass in jeder Schikane ein scheiß verfickter GT4 drin steht. Schön, dass sie da sind, macht die Sache interessanter, aber es ist so nervtötend. Mhm. Was? Weiß, es ging doch genau so. Doch, aber nicht so krass, Alter. Oh, das ist anstrengend. Komm halt nicht mal in den Flow rein. Sag mal so, das ist Imola Multiclass. Das ist halt schon fast Endlevel, würde ich behaupten. Weil du hast auch Imola die Spiele von Knaufhausen. Ist halt immer wirklich ganz, ganz aufwendig. Ganz wichtig. Dankeschön. Sono, Mapperos hat aber den Vorteil, dass du lange geraten hast, wo du dich ein bisschen ausruhen kannst. Das hast du ja auch im Moland. Bin ich salzig, ich bin nur angespannt. Da hat das Feld bloß 9 GT4s, ne, Dizzy? Ich wäre aber froh, das wäre noch mehr. Ja, 2 sind schon weg. Die stören mich ja nicht. Die können ja da sein, ist ja schön. Aber entweder sind sie in irgendeiner Dreckschikane drin, wo du ständig draufbremsen musst, oder das ist immer kurz vorm Anbremsen, wo du so viel Schwung-G-Kräfte hast, dass du da so hart reinbremsen musst, dass du eigentlich durch die Kurve dein Auto trägst. Ja, du musst es aber halt auch so sehen. Das ist Multiglas, weißt du? I know. Und die fahren halt auch ihr Rennen. Nein. Es geht nicht darum, dass die weg sollen. Das meine ich damit nicht. Ich meine einfach nur, ich habe so viel Pech mit dem Scheiß bei den Überholungen, dass die halt immer vor irgendwelchen Schikanen sind. Oder dass vor mir 10 und 11 kämpft oder was weiß der Geier. Seit anderthalb Stunden, ich komme einfach nicht zum fucking Fahren hier. Also jetzt gerade schon, aber ich habe so viel Zeit verloren durch den Scheiß. Ist nicht schlimm, wir sind immer noch im grünen Bereich. Alles gut. Ja, mich nervt das aber, weil ich fahre halt fucking 44er Zeiten.
mit leeren Tank. Das ist ein bisschen scheiße. Auch kann bitte jemand ein Codewort, ein Timeout geben? Dankeschön. Das wäre super nett. Codewort, das brauche ich gerade nicht lesen. Thank you. Bisschen. Was hast du denn jetzt gemacht? Weil du hast nämlich überhaupt nicht zugehört, was ich gerade gesagt habe. Ich bin der Codewort, sorry. Brauche ich gerade nicht. Nee, hast du nicht, sonst würdest du nicht so was schreiben. Nee, nicht auf meinen Schoß jetzt, das wird noch die Krönung. Ey, Chat, ich hab hier gerade so eine ganze Packung Coffee-Fee reingeballert, ne? Absolut wild. Man nicht gehört. Car on the right. Na, die Nüsse ist Lisa dann immer. Die ist gerne Haselnüsse. Scheiße, das gibt einen Cut, glaube ich. Und eine DT. Oh, Glück ab. Ja, kennt ihr den Witz? Guck mal, die Nüsse, die sind aber lecker. Ja, mein Kind. Die Schokolade habe ich schon abgelutscht. We go. Not even close. Haben die so viel Kalorien? Alter. Ja gut, nicht ganz. 522 Kilokalorien auf 100 Gramm. Ist. Oder 125 Gramm sind's. Eieieiei. Na klar, und wieder dieselbe Scheiße, es regt mich einfach auf. Geht doch kurz vom Gas. Ein Millimeter. Hier, so viel. Dadurch verlierst du nichts. Können wir bitte zusammenarbeiten und nicht immer gegeneinander? Meine Herren. Ende doch, wenn du schneller bist, überholst du halt. Aber wir sind immer noch auf Platz 2, das finde ich sehr erquickend. Ich muss langsam mal Luftflüge rausfahren, ne? Weil der Audi, der will ja dann auch irgendwann sein Rennen weiterfahren, weißt du?
Wie viele Runden hast du jetzt noch? 17. Den Durchfahrtsstrafe gegeben hat. Hey, das ist einfach, es kann einfach nicht. Es ist einfach. Sorry. Oh, na klar. Ey, Mann, das kann doch nicht euer Ernst sein. Benutzt doch bitte eure Köpfe, wenn ihr fahrt. Nach der Runde noch zwei Runden Map 2 und dann kannst du Map 1 durchfahren. Ja, bringt mir eh nichts, bin eh nur im Windschatten. Kann ich auch bis zum Ende so durchfahren, Zeit sparen. Kann nicht schnell fahren. Geht nicht. Na klar, dive doch einfach rein. Zum zweiten Mal heute schon. Spitze. Tippitoppi. Wie viel hast du jetzt gesagt? 2, ja? Genau. Die Runde noch, dann noch eine, dann kannst du Map 1 durchballern. 13 Schritt mit Hass. Oh, davon habe ich genug heute, glaub mir. Doch, der muss Quatsch hinter. Keine miese Stimmung, alles gut. Geht bloß ein bisschen in Flammen. Ja. Backt deine Vermieterin denn morgen eigentlich Flammenkuchen? Weil du so in Flammen stehst? Sobald du über das Ziel gehst, bist du Map 1. Hab schon Map 1 angemacht. Müssen wir mal gucken, ob es im Sprüchel laut. Ist. Nee, Tim, alles gut. Das hat das Ganze jetzt ein bisschen aufgelockert. Und Auto weg. Hat das Ganze ein bisschen aufgelockert, glaub mal.
fucking belasten, Alter. Fucking belasten. Ich bin froh, wenn ich aus dem Auto raus bin. Ja, Rumpel, war gut. Aber Imola ist Multiclass wirklich nicht geil. Ja, muss man wirklich sagen. Das ist eine andere Strecke besser. Weil du hast hier, sag ich mal, zu 80% die Wahrscheinlichkeit, dass du in der Kurve überholen musst. Ich hab, ich reg mich auf, Chat, weil sonst geht das an euch und das, da gehört's nicht hin. Hey, wie kann er denn gleich und es wird nicht schneller, weil sowieso da vorne und in der nächsten Runde und in der übernächsten Runde wieder irgendeiner nicht lupfen will. Oder eine Schikane, wieder irgendwer ja, überholt werden muss. Oder. Runde P3. P3 hat uns eingeholt. Such dir was aus. Bist jetzt lang vor vorher. Es wird nicht schneller. Das ist seit anderthalb Stunden nicht schnell und wird auch nicht schneller. Also über das ganze Feld gesehen passt deine Pace. Ich mach dich mal nicht schlechter als du bist. Bist du so langsam. Da fehlt noch locker eine Sekunde. Ja, du darfst nicht vergessen, dass du Jürgen Rundum mit drin hast. Du kannst nicht jede Runde eine Topzeit fahren. Nee, ich weiß, aber ich muss auch nicht dauernd eine fucking 1,44 fahren, weil ständig irgendwelche Autos genau dann wieder mit sehr viel Glück in irgendwelchen Schikanen drin sind, die super schnell sind und die Rundenzeit einfach flöten geht dadurch. Ja, aber du bist in der 1,44er Zeit bist du trotzdem schneller als 80% des Felds. Trotzdem zu langsam. Zwei Plätze schon verloren. Geht nie. Nie. Gibt immer jemanden, der schneller ist. Wie viele Runden hast du jetzt noch? 10. Okay, dann würde ich mal Luftdrücke rausfahren. Jo, mach mal. Wir haben jetzt hier 20 dagegen. Wen war es jetzt auf dem Server-Chat? Falsche Strecke! Kummel. Was war mir? Weiß, dass das Auto falsch ist.
perfekt. Das hier. Ach, Grad. Martin, danke für dein Raid. Dankeschön. Please. Please. What are you doing? Martin, alles klar, bis dann. Das kann doch nicht mein Herz. Okay, das geht mir jetzt noch, glaube ich. Ne, das ist auch kack. Ja, wollt ihr mir jetzt einen Geldspeicher übertragen? Ah, Kackwiggle. Stop thinking. Wilson! Lösch ihn an, ich kann sie nie im Mond. Können wir diese verfickte Fickscheiße bitte nicht immer in verfickten Fickschikanen machen? Oh. Und dann auch immer im Fußgängertempo. Car on the right. Mann. Clear on the right.
Ich raste aus, Alter. Gehst du mit den Luftdrücken noch eins hoch oder nicht? Clear on the right. Ich werde nicht so Hey, ihr wollt mich heute komplett ficken, oder? Ihr wollt mich einfach nur ficken, oder? Was ist das hier für ein Rennen? Wollt ihr mich alle verarschen, oder was? Nevi, vielen Dank für deinen Prime, Digga. Dankeschön. Ich hab schon wieder Digga gesagt. Das kann doch nicht mein Ernst sein. Und jetzt verpiss dich. Entschuldigung. Bruder, das kann doch nicht mein verfickter Ernst sein, ey. Sind Sie dann für die Aufnahme der Luftdrücke bereit? Mhm. Ja. 26,8. Warte. Ja. 26,1. Ja. 26,7. Ja. 26,3. Ja. Perfekt. Okay. Ernsthaft, schon wieder. Selbe Stelle, selbes Ding. Ich muss dann erstmal kurz AFK-Chat für 10 Minuten. Ich habe dann keine Lust, Chat zu lesen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe euch zu viel, zu doll lieb. Deswegen gehe ich einfach kurz weg. Ist besser so. Switch dann nochmal auf Map 2, bitte. Das Heck ist wild. Nexus, das war aber auch eine andere Geschichte, da ging schon irgendwas. Das ist ein Fun-Event. Clear on the right.
wenn ich alleine fahre, habe ich andere Ambitionen. Aber das heißt, wenn ich alleine fahre, habe ich andere Ambitionen. Aber ich habe da halt, sag ich mal, die Gegner, die ich besiegen will. Und dazu gehört halt Nick. Wenn man dann halt schon in der ersten Runde gedreht wird, ist es halt mies. Du denkst uns, Alter, jetzt hör doch mal auf. Du Penner. Ja, Auflage, ich sag doch mal. Alpin fahren wir morgen gar nicht. Oder fahren wir morgen Alpin? Ach du Scheiße. Nee, laber nicht. Ist das nächste Woche. Well, hör auf mich hier schon wieder zu erschrecken. Dieses Chat besteht bloß noch aus Cake Wiggle. Diese Woche ist kein Rennen. Das ist immer GT3 und GT4 wöchentlich im Wechsel. Sind nie beide Rennen gleichzeitig. Sind letzte Woche sind wir Paul Ricard gefahren. Also. Außerdem kannst du Ausrufezeichen Rennkalender eingeben und da siehst du, was wir wo, wann, wie fahren. Alter! Olli! Vielen Dank für 5! Dankeschön! Der Pancake Auto 103. Vielen, vielen, vielen Dank, Olli. Danke, danke, danke. Viel Spaß mit den Emotes. Car on the right. Ah, das ist. Ah, jetzt. 8000 im Dreh. Also wie jetzt hier das Imola-Rennen, das haben wir jetzt zwischen reingeschoben. Wie viele Runden hast du noch? 2. Okay. Soll er die noch fahren, Flo? Ja, ne? Ey, Daniel, hoffentlich nicht gleich. Also hier in dem Rennen vielleicht nicht mehr. Dafür, den Start haben wir richtig gut überstanden sogar. Die blauen, das sind die GT4s. Car on the right. Clear on the right. Wir hatten jetzt hier reingefollowt, sag mal. Also Disney Chat, ich mache euch jetzt erstmal wieder zu, weil ich gleich ins Auto muss. Also habe ich nie. Könnt auch gerne nochmal rüberkommen, follow da das. Danke. Der Tom, sinnlos. Der Danny haben reingefollowt. Vielen Dank. Ja, und Paul Scheim ist jetzt Box, ist doch bereinigt fast bei uns im Punkt. Fast überrundet. Oh ja. Car
etwas Wertgold für die Felgen. Dankeschön, jetzt noch 500. Dann jetzt nicht das gute Wertgold. Suka, Suka, Bier, Bier. Letzte Runde. Ja. Ja, ich werde dann ready. Bin schon heiß. Das hoffe ich. Boah, Daniel, ich glaube, das ist nicht so viel. Du sitzt ja nur da. Du lenkst ein bisschen am Lenkrad. Ich glaube nicht, dass das so viel Kalorien sind. Oh, der hat mir übrigens den kompletten Arsch zerlegt. Da ist gar nichts mehr mit schnelle Kurven fahren. Ah. Mhm. Nächste Mal vielleicht doch ein bisschen Flutschi verwenden. Ja. Ich weiß ja nicht, was sein. Also, es war ja jetzt zweimal. Mir ist einmal ein Mercedes reingefahren und zweimal. Einmal noch ein anderer hier, der Essen. Ich weiß nicht, was deren Aufgabe war. Wie viel Schaden hast du jetzt overall? Ich glaube, 80 Sekunden. Lässt du bitte reparieren? 42 Sekunden. Oh, das sind 12 Sekunden Schaden. Ja. Perfekt. Ja, egal. Ja, was soll ich machen? Den habe ich selber nicht verursacht. Du. Weiterfahren. Noch Zeit, ne? 0,3 Liter Rest in Bathurst. Das war Sprintberechnung on point. Car on the right. Clear on the right. Car on the left. The faster car is approaching. Clear on the left. Ich muss mit freien Stil fahren. Warst du mir das Auto dann wieder, ja? Ja, mach ich. Da würde ich jetzt einzeln fahren. Ja. Ja. Uga, danke für 750. Jetzt ist der Chat zumindest wieder wach. Da würde ich jetzt einzeln fahren und dann wechseln wir nochmal. Hab gehört, du hast richtig Bock noch. Ja. Ich hoffe, du hast ein bisschen mehr Glück als ich. Werden wir sehen. Luca, Alter. Hallo, Laro, grüß dich. Lange nicht mehr gelesen, du. Lauter wollt ihr? Können wir machen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anmachen. Oder? War an? Nee. Okay, sorry. My bad. Sobald 4 Sekunden da stehen, müssen wir anmachen. Ja, ich habe Zündung vergessen. Ja, das ist nicht so schlimm. So, bin gleich wieder da. Jawohl. Ich glaube, das bezahlt deine Krankenkasse, Terrorwurm. So, jetzt wäre halt interessant, ob der Witt schon an der Box war. Ich glaube nicht. Jetzt sollte ich nicht mehr doppelt bei Dizzy sein. Danke für den Hinweis. Thank you.
Alles klar, Tom. Dann. Ja, mit der Bremse hier vor uns wird das allerdings nichts. Perfekt. Dankeschön, Tom. Das ist das Regenlicht. Dadurch, dass... Also, Licht hat ja auch Atome, Photonen, ne? Wisst ihr ja? Wenn ich das Regenlicht anhabe, ist das wie so ein Düsenantrieb, you know? Damit wird das Auto nochmal ein bisschen schneller. Besonders im Dunkeln, weil sich das an der Dunkelheit abstützen kann. Letzten Bullshit erzählt. Ja, okay. Die Tabs machen natürlich auch schneller, das ist klar. Mr. Pancake, Alter, der haut einfach mal 10 Subs rein. Vielen Dank, Mr. Pancake. Alter. Dankeschön, Mr. Pancake. Krasser Typ, Mann. Danke, danke, danke. Okay, dafür gibt es jetzt eine 41er oder nächste Runde. Puh.
So, bitteschön, Mr. Pancake. Danke für die 10 Subs. So, bin wieder da. Bin wieder da. Jo. Hab gerade einen Sub-Boost bekommen. Was? Sub-Boost. Auto wurde gerade schneller durch Subs. Oh, nice. 41,6. Schön. Sogar fast Slap of the Race. Nice. Das freut mich. Oh, oh, oh. BMW, was machst du? Der jetzt... Fort jetzt hier mit deinem Schweine-BMW. Warnblink an und ab an der Seite. Dort, wo du hingehörst. Alter, es hat halt mal 8 Sekunden gekostet. F. Loki, vielen Dank für dein Prime. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe deine Bremsverlauf nicht umgestellt, by the way. Ah ja, ist nicht schlimm, geht trotzdem. Ja. Mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Vielleicht sogar besser. Ich dachte erst, er fährt rüber. Hm. Moin Simko, ich grüße dich. Ich weiß nicht, wo P2 ist. Ich glaube, die sind noch ein bisschen weiter vor uns. Das mit dem Porsche, das ist schon cool. Danke an euch alle für Respekt euren Support und eure Unterstützung. Gerade die zweiten Sektor rein. Bin weg. Tschüss raus, Peace, Schubi. Also eine ganze Weile vor uns sozusagen. Naja. Ich weiß nicht, ich habe Pitbull nicht an heute, Chat. Kann ich euch nicht sagen. Don Akon, den ich habe, der ist eigentlich relativ gut für kräftige Menschen. Also wenn du denn Vollschale haben willst. Was fahren die für Zeiten, Mr. Pancake?
Weil wenn wir jetzt jede Runde 10 Sekunden aufholen, dann haben wir sie an 4 Runden. Perfekt. Schön wär's. So, 19 Runden. Hm. Müssen wir sehen. Oh Mann, ey, das ist heute so ein Nervendrahtseilakt hier, das ist der Wahnsinn, ey. Oh. Das ist echt schwer, ruhig zu bleiben. Die 16, wer ist die 16? Heitern Bits auf, Wiggle Chat. Ehrlich gesagt, vor uns, okay. Ich hab nicht mal schlechte Laune. Ich bin selber nur ein bisschen enttäuscht. Wer nicht? Ich bin eigentlich auch nicht mal salzig. Dankeschön. Error, vielen Dank. Und Yannick, dankeschön nochmal an dich für deinen Sub und Dominik, dankeschön auch an dich. Ich fahre auch bloß 44er Zeiten, also fast jetzt durch die Überrundung. Das ist also nichts Besonderes. Das Problem haben die alle, mein Schatz. Ja, aber nicht anderthalb Stunden durchweg. Das ist halt frustrierend. Du musst natürlich dann die freien Runden, die du hast. Ja, hab ich ja gemacht. So, und wenn ich freie Runden hatte, habe ich 9-10 vor mir gehabt, die da irgendeinen Affentanz gemacht haben. Oder ja, dann hast du ja keine freien Runden gehabt. Ja, da viel freie Runden hatte ich nicht. Vielleicht 5 oder 6. Ja, dann ist das so. Und die freien Runden, die du dann hast, die musst du dann halt auch nutzen. Guck mal, halbe Sekunde schon wieder weg. Das ist in so einem Rennen so. Gerade auf Imola, das ist halt richtig wild. Glaub mal. Kannst du nichts dafür. Hat doch nichts mit Pech zu tun. Also Pech schon, wenn du die wirklich an ultra ungünstigen Stellen findest, triffst. Aber overall verlierst du halt hier pro Runde eine Sekunde. Kannst du nichts machen. Luca, grüß dich, hi. Scheiße, ich hätte nicht so viel Eistee saufen sollen. Schiffen. Boah, Schwerschiffen. Ich habe jetzt, glaube ich, in der anderthalb Stunde hier 2 Liter reingepumpt. Ja, ich habe mir auch noch mal eine halbe Flasche Wasser gegönnt gerade. Lisa ist arbeiten. Na gut, der ist ein bisschen. Der Hund ist, glaube ich, ein bisschen zu klein, um den riesen Ausfluss dann auf den zu schieben. Aber ich glaube, das wird nichts.
Eieieiei. Oh, Junge. Sind das in im Discord meine Drücke gewesen? Die letzten, die ich jetzt reingepostet habe, sind meine. Ja, ja. Deswegen das bin auch meine davor. Die da drüber, meine ich. Ja, das sind deine letzten Drücke gewesen. Ich habe leider keine Temps dafür. Ja gut, das spielt doch keine Rolle. Ja, ich habe meine ersten, da weiß ich die Temperaturen. Nee, ist Leder, Olli. Es wird nix. Moin, Sonriede, ich grüße dich. Was geht? Ja, das ist richtiges Känguru-Leder. Außen. Und Waschbär-Leder ist die Sitzfläche. Und die Rückenlehne ist halt mit Walpenisleder bespannt. Die Walpenisleder, what the fuck? Hat mich alles selber gejagt. Alles. Ah, auf jeden Fall. Mit bloßen Händen. Ja, den Wal hat er bis an den Strand geritten. Da haben wir wohl dann auch Kreta-Leder, oder was? Wenn Kreta heute vorbeikommt. Boah, Chad, ich glaube, das waren die zwei frustrierendsten Stints, die ich je gefahren bin. In meiner ganzen Rennkarriere. Boah, das war einfach... P4 ist ziemlich weit hinter uns. Seelisch und moral... Nee, seelisch war das einfach so anstrengend. Oh, kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin fix und fertig. Bin 2 Stunden gefahren. Hey, Checho. Mahlzeit. Das freut mich, Dienchen. Das ist schön.
Ja, dass das im Gesamtfeld nicht langsam war, weiß ich, Chat. Also, das ist mir schon klar. Das ist leider einfach etwas... Alexius, ja. Etwas frustrierend, wenn du halt nicht aus der Pötte kommst oder ständig irgendwo komische Sachen hast oder... Ja. Dadurch haben wir halt P2 verloren. Wieder, das war hi. Scheiße. Das ist kacki. Was, Dizzy kennt sich mit Penis-Tuning aus? Okay. Ja, in der Tat. Wir haben gestern von ein Video zu von einem Penis-Tuner geguckt. Okay, was macht er da? Ja, überlegen, Auspuff? Ist halt... Felgen? Nee, verlängern. Ach so. Ja, nee. Nee. Also es war ein schöner Chirurg, der über halt viele Fragen zu Penisvergrößerung beantwortet hat. Verdicken, genau. Verdicken geht auch. Eichelgröße, ganz Programm. Ah, ich bin eigentlich ganz zufrieden. War super interessant, ehrlich gesagt. Ja, Weiland, so sieht's aus, Herr Weiland. Ja gut, aber... Ja. Ja. Ich habe dafür jetzt noch nicht so Interesse bekundet. Aber mal angucken kann man sich das vermutlich schon. Was jetzt? Das Video? Ja. Das ist echt interessant. Kann ja seinen Horizont erweitern. Ja, in Anspruch nehmen muss man das eventuell nicht. Man Nö. Weiß es nicht. Na, das jetzt nicht, aber sich das angucken so aus Interesse, warum nicht? Ich finde das cool. Diese Genitalchirurgen sind alle komisch. Maga, der war super cool drauf, der Dude. Ja? Ja, der war super sympathisch. Er hat über die gleichen dämlichen Nicknames gelacht wie wir. Also von daher... Ja, aber ich sag halt, ne? Ich bin halt auch Chirurg, ne? Deswegen bin ich wahrscheinlich schon so sympathisch. So, irgendwie weichen die mir alle aus. Wer Dr. Piver spielt, ist noch lange kein Chirurg. Nee, ich glaube, Michel meint der Autochirurg. Genau. Hä, wie? Das liegt an meinem Namen, Schwarze Mucken. Na, mir haben sie nicht so viel Platz gemacht wie dir. Ach so, das ja. Meint er. Ja, also ich glaube, also bei mir sind die nicht so beiseite gefahren. Dann wäre das auf jeden Fall nicht so frustrierend gewesen. Bei mir haben sie die Tür zugeworfen, doch. Ja gut. Müssen wir dann halt nicht drin mit getauschten Namen fahren. Ja, genau. Wir tauschen einfach die Schiebe-Codes. Nee, kannst du einfach nur einen Namen ändern. Ah ja, stimmt. Geht ja auch. Nee, mach ich nicht. Naja, man kann es jetzt nicht mehr ändern. Es war, wie es war. Können wir ja so machen. Ich nenne mich dann einfach Siki Lentis. Also Siki Lentis. Siki, mit K. Ja. Mit K, ja. Mit Doppel K. Sehr gut. Gute Idee. Das sehe ich mich. Oder Siki mit Y. Ha.
Ja, Sicky Lentis und Michelle Behrendt. Verstehe ich jetzt nicht. Oh, wir haben schon fast nur einen halben lang leer geböllert. Was ist da denn los? Einen halben Tank? Ja. Bloß noch 70 Liter in dem Kahn drin. Naja. Ist nicht ganz halb, ne? Ja, aber fast, habe ich gesagt. Das stimmt. Gib mir mal noch 4 Runden, da ist der halb leer. Nee, 3. Gib mir mal noch 19 Runden, dann ist der leer. Aus dem Weg! Okay. Dann nicht. Ich hatte vorhin auch einmal kurz einen Aussetzer. Das hat mich, Alter, das war 3 Runden hintereinander, glaube ich. Da bin ich auch einmal ganz kurz laut geworden. Das war jetzt nur ein Joke, Mann. Nee, bei mir war das kein Joke vorhin. Bei mir war das auf jeden Fall kein Joke. War kein Joke, ja. Nee. Ich war richtig frustriert vorhin. Also als der Aston mir hinten reingefahren ist, da war alles vorbei. Erst der Audi und dann der Aston. Macht ihr den Flammkuchen eigentlich mit Speck oder? Hm? Hä? Deine Nachbarin den Flammkuchen mit Speck macht. Ja, Käfer, ich bin leiser jetzt. Nicht, dass das FBI hier nochmal anklopft oder so. Ich glaube nicht. Warum soll das FBI anklopfen? Ja, es hat schon ein paar Mal jetzt angeklopft in letzter Zeit. Ach so, du hast... Okay. Ich verstehe. Wenn ich hier durch will, dann will ich hier durch. Ist das klar? Es gab nicht mal Schaden, ich hab den berührt. Lull. Ich weiß es nicht, Sledge, keine Ahnung. Ich kann das ehrlich gesagt, also die Strecke ist zum so Überholen und Überrunden schwer, würde ich sagen. Man muss halt viel so auf den Geraden machen. Aber auf den Geraden habe ich so das Gefühl, möchte keine Lupfen. Und also nur so Millimeter halt ein bisschen. Und also ich kann dir das echt nicht sagen. Also oder Kurven breit fahren oder also ich habe als P2 noch nie so viel Verkehr festgesteckt wie heute. Also so extrem. Hast du schon mal P2? Ja. In dem Endurance? Ja. Mit mehr als 30 Autos? Ja. Okay, wo? Dieses Jahr in Barcelona. Komm jetzt ja nicht mit Barcelona, wo es keine 30 Autos waren. Doch, ich bin ja da nochmal Barcelona gefahren. Ach so. Ja.
Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Da waren es 38 Autos. Wir haben uns gestern schon ausgeschrieben, Chat. Der Herr Weiland und ich. Ist alles gut. Ey, der auf Platz 7 hat aber auch einen ganz wilden Ping. Das habe ich ja noch nie gesehen. Na, hier kommt halt das Element von Multiclass noch dazu, ne? Also GT4 und GT3. Und die GT4 fahren ja auch ihr Rennen so. Das ist ja auch alles tippitoppi. Man muss halt trotzdem immer irgendwie so ein bisschen miteinander machen. Und irgendwie so, wenn du nicht so wie Michel mit dem Brecheisen da reingehst, glaube ich, checken die das manchmal nicht so richtig. Also ich habe so bestimmt 4-5 Situationen im Kopf. Da, also der eine GT4, der aus der Box da rausgekommen ist, der hätte halt, da kam halt irgendwie, ich glaube, drei oder vier GT3s angeballert und er zieht halt voller Esse rin. In der ersten Kurve so. Und oder hier in der Aqua Minerale einfach auf der Bremse tippen, auf dem Apex irgendwie. Da war alles dabei heute. War alles dabei. Ist halt auch immer, glaube ich, ist nicht so einfach, so ein Mittelding zu finden. Man muss aber trotzdem miteinander arbeiten. Und miteinander arbeiten heißt halt auch an manchen Stellen irgendwo mal lupfen. Also wenn du merkst, dass da irgendwie 4 GT3s angerollt kommen. Nein! Und du fährst da auf eine Schikane zu, hättest halt einfach shortshiften können und hättest ihn vorbeilassen können. Ist halt für alle, glaube ich, ein bisschen stressfreier. Man verliert dann weniger Zeit. So zieht sich das halt immer wie eine Ziehharmonika auf irgendwie. Wie weit ist denn jetzt P2 von uns weg? Das kann doch nicht sein, dass der so weit vorn ist. Naja, der hat schon gut Tempo gemacht am Ende. Also ich konnte ja am Ende nicht mehr durchfahren, weil der Arsch kaputt war. Ja, ich war auch sehr frustriert von Burn, muss ich sagen. Also ich glaube, ich war noch nie so frustriert in einem Rennen. Aber das hat mich wirklich geärgert. Auch wenn wir auf dem Podium sind. Das hat mich wirklich geärgert von ein bisschen. Ach, der ist jetzt Aqua Minerale, okay. Dann haben wir schon 13 Sekunden aufgeholt, perfekt. Eigentlich ganz gut, Burden. Wir sind auf P3. Wir waren mal auf 2, aber meine beiden Stints waren nicht so schnell und gut. Ja, wir waren mal auf 1, Junge. Wir waren auch schon mal auf 1, ja. Und dann bin ich gefahren. Ich glaube, das trifft ganz gut, ja. P2, 25 Sekunden. Drei Stück. Ja, LDBR. GT4 und GT3.
Das ist ein GT4, Sledge. Das ist ein GT4. Sind so die Rundenzeiten im Unterschied? Oh, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Müssen wir gleich mal gucken. Michael fährt 1,42 und der 1,52. 10 Sekunden. Ja, ein bisschen was ist das schon, ja. Aber die haben auch bei weitem nicht so viel Aerodynamik und noch ein bisschen weniger Motorleistung als GT3s. Also es macht schon einen kleinen Unterschied. 90 Sekunden hast du jetzt auf P2. Mhm. Perfekt. Danke, Kursheber. Oh, den habe ich vorhin abgeschossen, den BMW. Das tut mir so leid. Aber der hat so ungünstige Bremsrollen. Das war echt scheiße. Das war sehr schade. Sailor Moon, glaube ich, sollte es heißen. Nee, es gibt keine Live-Reko. Keine Live-Reko, nee. Nächstes habe ich heute aber auch schon ein paar Mal überholt, oder gibt es davon mehrere? Ja, ich glaube 2 oder 3. Ich habe so das Gefühl, ich muss mehr flashen. Das ist eigentlich, die Taste ist wichtiger als die Schaltpedals. Ich hoffe, naja gut, tagsüber sieht das halt keiner, ob du flash, ne? Ich hab dem ich sag, tagsüber sehen das so wenig Leute mit den Flashen. Ich hab vorhin mehr flashen? Maga, hab ich so viel geflasht, Alter. Ich hab wirklich, Alter, also der Daumen hat geglüht. Der hat wirklich geglüht vorhin. So viel hab ich geflasht. Why is he flashing so much? Irgendwie bei dir hat man das Gefühl, du hast keinen Verkehr. Hä? Das ist halt wirklich so. Bei dir habe ich so das Gefühl, da fährt gar keiner auf der Strecke irgendwie. So immer mal vereinzelt einer oder zwei. Das ist ein Typ. Bei dir sieht das wirklich so aus, als wenn da einer oder zwei mal sind. Oder bin ich jetzt besteuert, Chat? Habe ich so eine verquere Wahrnehmung heute? 18 Sekunden übrigens. Hat eine DT bekommen? Äh, 23. Vor uns einer. Ja, ja, 23. Ja.
Guck mal jetzt hier vorne, drei Autos, die sie. Ja. Und die werden, die werden alle gleich wieder rechts an der Seite fahren. Oh, komm bloß schnell durch. Denkst du? Ja. Sag ich dir so, wie es ist. Du musst jetzt schon flashen. jetzt schon. Musst du das sehen. Jetzt schon musst du flashen. Bist du dir sicher, Flo? Boah, das sind ja sogar 5 Autos. Ja, und die fahren gleich alle an der Seite und legen sich beiseite. Oh, schnell, komm vorbei, schnell, schnell. Also vorbeigelassen haben sie mich jetzt nicht. Nee, das stimmt. Aber ich glaube, du bist da ein bisschen gewalttätiger als ich. Vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen gewalttätiger fahren. Und nicht so viel Rücksicht nehmen. Du musst eine gesunde Mischung machen. Das ist wichtig. Nee, nur noch Gewalt nicht, jetzt. Du darfst dich nicht in Gefahr bringen und den anderen auch nicht. Ist wirklich so, ist wirklich so, Dr. Neihardt. Es ist einfach so, es ist einfach unmöglich. Hä, was denn nur schon wieder? Nein, ich meine nicht. Also, ich meine, der McLaren fährt die ganze Gerade neben dir, anstatt er einfach 1 Millimeter das Gaspedal anhebt, damit ihr euch beide nicht da durchzwängen müsst. Nö. Nö. Er hat doch geblinkt, ich wusste doch, was er vorhat. War doch vollkommen legitim. Ja, es hätte aber auch einfacher sein können mit 1 Millimeter Gaspedal. Ja. Vielleicht sehe ich das aber, vielleicht bin das auch einfach nur ich, der sich immer denkt, naja, es wäre halt schöner oder besser. Das ist halt das Buch, das es bei Amazon zu kaufen gibt. Rennintelligenz, oder was? So sieht's aus. Danke an euch alle für euren Support und eure Wenn die das halt nicht gelesen haben, dann machen die das dann halt so. Tschüss raus, peace, tschubi. Na, wie ist es? Hey Loki, danke für 35. Genau, so ein Taschentuch-Emote sehe ich bei dir. Boah, nee, dann würde ich ausrasten. Ich hasse sowas. Ey, wenn du wirklich tilt bist und dann schreibt dir so wie Codewort, sorry, Codewort übrigens, ja, so ist GT4, Multiclass einfach. Und du denkst dir so, Maga, das brauche ich doch jetzt gerade gar nicht. Dann wiggle einfach nur und sag gar nichts. Nee. Taschentuch-Emote ist wie PJ's Hall. Das ist einfach, da wird man nur salziger von. Gibt's das Buch da wirklich? Ja. Das muss ich mir mal kaufen. Ah. Nee, jetzt ist alles gut. Vorhin war ich wirklich getiltet. Du musst ja noch mal ins Auto. Ja, aber jetzt ist nachts, das ist mir egal. Ah ja.
Da sind die Überholungen natürlich anders. Codewort, alles gut. Deswegen bin ich vorher doch einfach gegangen. Alles gut. Ihr könnt da ja nichts dafür. Ich weiß ja, wie ihr das meint. Für euren Support und eure Unterstützung. Codewort, nächster Timeout Inc. Nein, Quatsch, alles gut. Ich glaube, er hat nicht mal eingekriegt. They have given 4 gift subs in the channel. Wenn du jetzt schreiben willst, Codewort, sorry, so ist das, dann gibt's einen Satz warme Ohren, sag ich dir. Dann kriegst du einen Satz warme Ohren, Alter. Aber ist alles gut. Oh, wir sehen Platz 2. Ich sehe ihn auch. Ich glaube, der Abstand ist noch zweistellig. Fuck. Ja. Irgendwas bei 10 oder so. 19 Euro? Boah, Chat, das besorge ich mal, das Buch. Vielleicht lesen wir das mal im Stream zusammen. Obwohl. Ey, lass gut sein, Codewort. Ohne Witz. Das ist einfach gut sein. Da sprechen wir mal ein andermal drüber. Das triggert mich viel zu sehr. Rennintelligenz ist halt immer so eine Sache. GT4 fahren mit Verkehr, okay. Und überrunden, okay. Aber Rennintelligenz ist halt wieder ein anderes Thema. Reden wir ein andermal drüber, heute nicht. Ich glaube, heute bräuchte ich nur deinen Namen lesen. Und wenn da irgendwas kommt, dann fange ich an zu meckern. Das wäre nicht cool und auch nicht fair. Dann würden wir keine faire Konversation führen. Weil mich das zu sehr triggern würde. Ich habe jetzt vor lauter Sparks nicht mehr gesehen, wo die Kurve war, Alter. Das hatte ich noch nie. Ich hatte jetzt so viele Sparks auf dem Bildschirm, dass ich nichts mehr gesehen habe. Also Funken meine ich, ne? Was jetzt? Memphis, hi. Say hello, ja, was? To my little friend. Dizzy, du wolltest irgendwas sagen, hallo? Ja, es gibt hallo. Wohl mehrere. Ja, Mann! Jetzt gibt okay. Wohl mehrere Bücher. Es gibt auch eins: Rennfahrertraining, körperliche und mentale Optimierung im Motorsport. Oh, ich glaube, das wird so eine. Ich sehe uns in einer Lesestunde, in einem Sessel. Bruder, was ist los? Mit einer Pfeife in der Gusche und dann lesen wir dieses Buch gemeinsam. Aber nur Auszüge wegen Copyright. Flasht der gerade? Na, der zieht bestimmt gleich zurück, ja. Naja, natürlich lese ich das vor. Flo, dankeschön für dein Gifted Sub an Memphis. Memphis, du kannst jetzt auch Pingu-Emotes benutzen. Yay! Pingu-Hype. Bruder, muss los. Da muss ich aber ganz schnell holen. Eiskalt, Dankeschön für 5 Subs übrigens. Da wurden eine Menge Zündkatzen geworfen. Fährst du eigentlich dann den letzten Sinn? Ja. Warte mal, nee, du fährst jetzt 3 Stunden? Nein, ich fahre jetzt zu Ende erst einmal hier. Ja. Und dann sind wir, wenn du jetzt hier nach dem Stint ins Auto gehst, ja, ich fahre jetzt nur 1 Stint. Ja. Dann ist noch 1 Stint für uns beide offen, entweder du oder ich, das kannst du dir raussuchen. Da haben wir alle beide gleich viel gefahren. Ja, dann gucken wir einfach, wie es aussieht. Was potenziell drin wäre, so wie immer halt. Ne? Ach übrigens, du musst deine Luftdrücke jetzt mal rausfahren. Nee, ich rechne die einfach aus. Okay. Weil ich einfach ein krasser Mann war. Was? Du hast noch 9 Runden. Ja, ich bin fertig. Das weiß ich, aber du hast noch 9 Runden. Ja, ich bin fertig. Ach so. Okay, vorne. Mach mal eine Aqua Minerale. In der Aqua Minerale? Ja, das ist so lohnt.
26,4 vorne links. Ja. Vorne rechts. Ja. 26,2 hinten links. Ja. 26,8. So. 26. Jetzt. Ja, 8? Warte. Warte. Warte ab. Oh, jetzt hat er mit die Luft drüber. Oh, na. Verstehe ich deine Intention. Ich mache einfach mal 0,4 mehr drauf. Richtig. Sehr gut. Das hätte ich dir jetzt auch gesagt. Sicher, dass das hinten rechts 26,8 war? Da bin ich mir irgendwie nicht so sicher. Wildes Essen unterwegs. Hinten rechts war 25,8. Hab ich 26,8 gesagt? Ja, hast du. Entschuldigung, ich war verwirrt. Ich denke, du bist fertig. Hä? Was? Na klar. Fertig mit den Nerven. Ja, nach den zwei Stints auf jeden Fall. Nach den zwei Stints auf jeden Fall, Mikkel. Oh Mann, ey. Das waren die schwersten zwei Stints meines Lebens, Junge. Da kannst du aber einen drauf scheißen, sag ich dir. So, versuch dann bitte keine Durchfahrtsstrafe einzufahren. Jetzt versuchen wir es durchzuziehen ohne Durchfahrtsstrafe. Okay? Ja. Dann lieber eine halbe Sekunde langsamer. Boah, Michael, wenn du so. Nachher... Du musst dir unbedingt mal das Pfeifert-E-Boot angucken, Alter. Das ist so... das ist so gut, ey. Oh, das hat mir schon Angst gemacht, wo es notifiziert war. Jetzt ist es fertig. Wie viele Runden hast du hier? Also hast du Sieben. Sieben? Dann kann ich ja nochmal pissen gehen. Pipi machen mal, Entschuldigung. Oh Gott, ey. Du bist ja auch eine ganze Stunde nicht da, ne? Ja. Okay. Ich habe hier schon eine Stunde. Was machst denn du eigentlich? Hä? Was du in der Stunde machst? Will ich fragen. Ich muss noch schnell was bei dem Auto angucken. Die kommen aber dann erst von Arbeit, deswegen. Ach so, ist cool. Ja, ja, kein Scheiß. Kann ja sein, dass ich eher da bin. Ja, kein Scheiß. So, oder die jetzt mittlerweile geschrieben haben, nee, wir machen es doch einen anderen Tag. Haben sie geschrieben? Weiß ich noch nicht. Ach so. Ich kann ja jetzt gerade nicht aufs Handy gucken. Nee, das ist richtig. Ich gehe kurz mal aufs Töpfchen, bin gleich wieder da. Ja. Ricky, läuft ganz gut. Der Eistee, der will raus. Der will einfach nur raus. Dieser Fuck Eistee. Dexus, das musst du aufschreiben. Nicht Mimimi, aufschreiben. Du musst schreiben, ich bin ein Arsch. Das solltest du nicht aufschreiben. Alter, schreibt es gleich alle auf. Ah, ihr könnt mich mal, Mann. I'm walking with Memphis. Na, 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 na.
So, wieder da. Ja, 5 Runden noch. Ja. Ich bin bereit. Ne, ich zieh da jetzt auch rein wie so ein Wahnsinniger. Die Michel. Fahr bitte so, wie du bisher gefahren bist. Ja, mach ich. Mit Gewalt. Dann aber ein bisschen. Der Tino, nee. Bloß keine Zeit, mein Guter. Ich darf das wieder nicht so machen wie Michel, weißt du? Ja, es wäre halt schon schön, wenn wir den dritten Platz nach Hause fahren. Machen wir. Das will ich damit sagen. Machen wir, machen wir, machen wir. Wir fahren auch noch 2 nach Hause. Ja, das vielleicht nicht, aber. Ja, komm. Wir fahren auch noch 2 nach Hause. Legen wir mal alle Negativitäten ab und fahren mal auf 2. Ah, scheiße, Durchfahrtsstrafe. Nope. Aber ich hätte dich fast gecatcht, oder? Nee. Scheiße. Nicht mal ansatzweise. Ha! Pack die Salzstange aus. Vielen Dank für dein Follow-Holzer. Michael ist ein Arsch. Wieso ist Michael ein Arsch? Danke für 100 Bits. Ich finde das schön, dass ihr jetzt Wiggle-Chat. Das finde ich in Ordnung. So kriege ich das besser mit. Vielleicht doch nächste Woche könnt ihr schon den eigenen Wiggle geben. Das ist gut. Mit meiner Fresse drauf. Ein Pinku-Keck-Wiggle. Ja, Michel macht auch sein eigenes. Aber das macht, lässt er jetzt extra nachmachen, weil er neidisch auf meins ist. Ja, es gibt Dizzy Wiggle dann. Es gibt so viele geile Emotes nächste, ab nächste Woche, Chat. Wirklich. Die sind yam-yam. Die sind wirklich gut. Michel hat mir sein Zeichner zugeschoben. Einfach reingehalten. Bullet Moinsen. Neko Seba gibt's noch nicht, das dauert immer ein paar Tage. Wie war es jetzt noch? 3? Ja. Gut. 30 Sekunden habe ich zu P2 zugefahren. Ja, du bist auch ein bisschen schneller gewesen als ich und hast bist sehr viel besser mit dem Verkehr umgegangen als ich. Das ist Fakt. Aber das mache ich jetzt auch. Wenn es P2 noch in greifbarer Nähe. Ausrufezeichen Imola? Also wir haben jetzt eigentlich für fast alle Strecken Befehle, wo die Sachen drin stehen für euch.
Hat der das jetzt an der Box? Wie wunderst du jetzt noch? Wenn es gut geht, 3. Okay. Wir schenken euch eine DT? Was heißt denn, wir schenken euch eine DT? Kriegen wir einen umsonst? Uwe war zu schnell? Wer ist denn Uwe? Das ist hier der Slayer. Ach, das war Slayer. Ach so. Glaube ich zumindest. Ja, wenn ich das im Chatverlauf so richtig mitverfolgt habe. Währenddessen ich durch Aquaminerale fahre. Ich. Wieso? Wir brauchen doch über der Ziellinie bloß 5,4 Liter. Oder nicht, Flo? Habt ihr keine DT gekriegt, Jannik? War schon in der Box. Ah, oh, nice. Na, theoretisch müsste es gerade so gehen, Flo, oder? Da können wir dann nämlich im letzten Stint mehr Map 1 fahren, you know? Du gehst danach noch eine Runde, ne? Ja, ich muss mal gucken, wie sich der Sprit verhält, weil das wird relativ knapp. Machen wir schon, Error, machen wir schon. Nach 2 Kackstints kommt ein guter Stint. Das wird eng. Wir haben jetzt noch. Ja, alles klar. Wir haben jetzt noch 1,7 Liter. Ja, hatte ich vorhin auch. Ich musste mit Map 3 durchfahren. Echt jetzt? Ja. Ich musste vorhin mit Map 3 in die Box fahren. Okay. Richtige Mann. Wie viel hast du noch drin? 0,4.
Naja, bei mir waren noch 0,7 drin. Also wenn ich an der Box bin, 0,3. So, Fahrer ausgewählt, neue Reifen hast du, Luftdrücke stimmen. Dann gib ihm. Auf geht's. Ja. Auto ist oben. Ich mach dir das Auto wieder an, ja? Ja, mach. Ja, ursprünglich waren es 25,8. Also ich hoffe, ich habe jetzt... Ja, hinten rechts hast du... Ne, warte mal. 25,8 waren hinten ursprünglich, ja. Da muss ja noch was drauf. Drücke passen, okay. Okay. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Habe ich, nice. Perfekt. Prima. So, jetzt muss ich erstmal den Eistee freien Lauf lassen. Ich komme gleich wieder. Happy Fracking, würde ich sagen. Bis dann.